Außerdem hat es eine Perle an der Costa Brava mit schönen Stränden, einer schönen Altstadt und einer imposanten Festungsmauer. Im Sommer kommen viele Besucher, um im blauen Meer zu schwimmen, um Bootsfahrten zu unternehmen oder um in den schönen Gassen der Altstadt zu flanieren. Tossa de Mar liegt ca. 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona und ist per Bus oder Mietwagen erreichbar. Wunderschön ist ein Spaziergang entlang der alten Stadtmauer oberhalb der Altstadt mit einem herrlichen Blick auf die Strände und die Küste. Ava Gardner war eine berühmte US-Schauspielerin, die auch Drehorte in Tossa de Mar hatte und den Ort wunderschön fand. In Erinnerung an sie wurde ihr eine Statue gewidmet. Die Fußgängerzone besteht aus kleinen Gassen und lädt zum Shoppen ein und das gastronomische Angebot ist hervorragend. Wunderschön sind die Strände von Tossa de Mar. Der Sand ist etwas grob, aber klebt daher nicht so sehr an der Haut und das Meer ist wunderschön und lädt zum Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen ein.
Tossa de Mar ist beliebt für Taucher. Überall begegnet man Tauchgruppen im Wasser. Wunderschön ist die Unterwasserwelt an der Felsenküste. Tossa de Mar hat zwei wunderschöne Küstenwanderwege. In beide Richtungen kann man die Küste entlang wandern. Wichtig sind eine gute Kondition, festes Schuhwerk und man sollte an heißen Tagen etwas zu trinken mitnehmen. Man kann die Küste nicht nur abwandern, sondern auch mit dem Boot von der Wasserseite her erkunden. Wunderschön sind die Bootsfahrten entlang der Küste und man sollte sich so einen Ausflug nicht entgehen lassen.
Tossa de Mar ist wunderschön, die Stadtkulisse ist ein Traum und zum Glück hat Tossa de Mar nicht die sonst an der spanischen Küste so typischen Hotelburgen, sondern hat seinen unübersehbaren Charme erhalten. Wir haben unseren Aufenthalt in Tossa de Mar genossen und werden sicherlich nochmal wiederkommen.